Ja, meine Lieben, und dass das schief gehen würde, das konnte man sich denken. Und dass die liebe Pastorin ihren Goldjungen, also den Daniel, nicht einfach mal so wieder in Seans Hände gibt, war schon klar, weil sie möchte mit ihm ja Geld verdienen, wie man gesehen hat. Und Sean hat das direkt erkannt. Er hat ja gesagt, er nimmt die goldene Kuh mit oder so ähnlich. Und dass sie sich das nicht gefallen lässt, war wirklich schon irgendwo logisch. Und ja, man hat gesehen, wie sie den Daniel schon längst manipuliert hat. Sie hat dem Sean noch eine Chance gegeben, so kommen auch dahin, dann kriegst du einen Anteil ab, so untere Hand. Aber ja, so ein Mist. Dem bleibt auch nichts erspart. Und gerade Daniel, so ein Kind kann man so gut manipulieren. Wir haben es gesehen, wenn Sean ist zwar sein Bruder, aber ist ja auch nicht immer alles glatt gelaufen, wie Finn ihn schon irgendwie manipulieren konnte. Und jetzt ja die Pastorin offensichtlich. Ja, und was machen wir? Was machen wir? Machen wir nichts oder stehen wir auf? Also ganz ehrlich, nichts tun kommt für mich im Moment, glaube ich, nicht in Frage. Das heißt, wir stehen auf. Wir sind stark und ich gehe mal davon aus, dass wir gleich um Daniel irgendwie kämpfen müssen. Come on, kid, don't make me do this. You're not gonna win. Daniel! Daniel! You're pissing me off. This is private property. I have a legal right to stop any intruders like you. I just want my brother. But he doesn't want you. He was brought here, and this is where he's staying. Next time, I will not hesitate to use this. Now get out of here. Daniel, hey! Daniel. Sean? Karen? You won't get him back like this. Let's go. Ach du Heilige. Da steht da auf einmal die Mutter. Was ist das denn jetzt für eine Wendung? Passiert wieder so viel, so schnell. Der arme Sean hat es auch schon wieder abgekriegt. Man sieht ja, wie toll dieser Pastorentyp da ist. Zur Not halt auch mit Waffengewalt. Sean, what happened to your eye? Why the hell are you here? How did you find me? Well, I got a letter from Jacob. He said you were missing, and that Daniel needed help. I believed him. So you finally decided to check on him. You know, Sean, sooner or later, we're gonna have to talk. Where are we even going? I already have a hotel room. You're gonna need to rest and clean that dressing. Ja, da hat sie allerdings recht, dass der schon mal ein bisschen Ruhe braucht. Naja, und sie hat ihm ja jetzt doch ein bisschen aus der Patsche geholfen. Aber wie man sehen kann, Sean ist da eigentlich nicht unbedingt mit einverstanden. Das ist alles einfach zu viel. Viel zu viel für den armen Jungen. Und ich hoffe, jetzt klärt sich mal ein bisschen auf, auch wo die Mutter hin verschwunden ist und was damals passiert ist. Oh je, und Halleluja. Der hat wieder mal gut zugetreten. Über einen Monat im Koma. Gerade erst wach geworden.
Man. Didn't clean the pain away, but that felt good. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vorher stundenlang durch die Hitze geeiert. Sonnenbrand überall, das Auge kaputt, jetzt auch noch die Seite kaputt. Ja, der arme, arme Sean. Das zerreißt einfach das Herz, wenn man das so mitkriegt. So, und hier haben wir Karens Zeug. Karen seems to be on the move quite often. Sie hat also quasi schon so ein fertiges Reisepack und so. Da schauen wir mal in den Spiegel. Damn. You look bad. Gotta change that dressing soon. Ja, nicht nur bald, das sollten wir eigentlich fast sofort machen. Wo haben wir denn den Kram für den Verband? Wo ist denn unser Rucksack wahrscheinlich draußen gelassen? Dann gehen wir erstmal raus. Wir sind wieder mal in einem Motel. Wonder how long Karen has been here. Did she see one of Daniel's miracles? Ja, und diesmal ist es ein bisschen was anderes, als wir das erste Mal in einem Motel waren mit Daniel. Ach je, die gute alte Zeit, würde ich jetzt schon fast sagen. Da ging es uns ja schon fast schon noch gut. Und was seitdem alles passiert ist. So, aber wir gucken uns hier mal um, Straßen. This country is just way too big. Hier liegt ein Handy. Ist das unseres oder Karens? Karen was always into low-tech. I even think it's the one she had back then. Ja gut, es ist kein Smartphone oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur ein Handy. Aber nun gut, es tut ja seinen Zweck, ne? Hier liegen Klamotten. You've come a long, long way, buddy. Ach, sein Lieblingspullover, den er die ganze Zeit anhat. This thing is killing my back. I got bruises on my bruises. Ach, der Arme. So, aber hier haben wir den Kram ja auch nicht. Zum Desinfizieren von unserem Auge. Das hatten wir ja auch schon mal angeguckt. Naja, so, was liegt hier? Hier ist noch ein Tablet. Huh. This isn't her tablet. Okay. Hier können wir Passwort ein- und ausschalten. Passwort ist, aber wir können ja mal lesen. Strauchelt etwas, wenn zu viele Apps laufen, sollte aber okay sein für Browsing und Geolekt. Passwort ist 112703. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Okay, das hat sie sich wahrscheinlich dann mal geliehen. Er hat ja gerade erwähnt, sie hat es nicht so mit Technik. So, dann geben wir mal das Passwort ein. Yay, technology. Yay. She came prepared. Ja, und was hier? Herzlich willkommen in einem neuen Leben in der Kirche des universellen Auferstehens in Haven Point. Ja, akzeptiere den Herrn, bla bla. Also sie hat sich hier, wird schon geworben, ne, für diese Kirche da mit dem Wunder Daniel und so weiter und so fort. Und ja, Karen hat sich vorbereitet. Reverend Mother doesn't look too humble. So, und hier steht von Robert Nail ein Stück von Haven Point. Geheimnisse, bla bla, das könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ich lese das jetzt nicht alles durch. Da steht wahrscheinlich ein Riesenartikel jetzt über die Pastorin. Looks like a roach motel. But nobody will find me there. Ja, einmal das und zweitens ist immer noch besser als das, was er zwischendurch hatte vielleicht. Billiges Motel, Haven Point und so weiter und so fort. Naja, gut. So, mehr können wir hier nicht gucken. Ich dachte, vielleicht könnten wir die Leila mal anrufen. Oder der Bescheid geben. Die muss ja auch wieder mal vor Sorge platzen. Hatten wir eigentlich die Möglichkeit? We'll find out. Hatten wir eigentlich die Möglichkeit, die Leila mal anzurufen? Hatten wir gar nicht, oder? Ich habe sie leider übersehen.
So, was haben wir hier? Ein Zettel von der Karen. Bin kurz einkaufen. Ich hole was zu essen, falls du hungrig bist. Neue Socken und Unterhosen sind im Bad, gehören dir, falls sie passen. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, Jacob anzurufen. Seine Nummer steht in seinem Brief. Bin bald zurück, Karen. Okay. Jeez. It only took Supermom 8 years to give a shit. So, und der Jacob hat der Supermom, also der Karen, geschrieben. Liebe Mrs. Diaz, mein Name ist Jacob und ich habe mit ihren Söhnen Sean und Daniel auf einer Farm in Kalifornien gearbeitet. Es gab einige Probleme und Sean wird vermisst. Ja, Sean wird gar nicht vermisst, der war ja im Krankenhaus. Ich bin jetzt mit Daniel in Haven Point, Nevada. Er gab mir diese Postfachadresse, falls sie dies bekommen. Ich denke, Daniel ist in Gefahr. Er braucht Hilfe, um von hier wegzukommen. Ich kann Ihnen mehr erzählen, wenn Sie mich unter dieser Nummer anrufen. Bitte beeilen Sie sich. Vielen Dank, Jacob. Okay, und der Jacob hat den Daniel mitgenommen, weil sie halt, also wahrscheinlich waren sie auf sich gestellt. Sie haben beide nicht so genau gewusst, was da passiert ist. Daniel hat ja auch gesagt, er dachte vielleicht, Sean ist tot. Dann haben die Leute ihn halt mitgenommen. Er war im Koma, konnte sich nicht melden und nicht weiter irgendwie ein Lebenszeichen von sich geben. Und die Behörde hat das wahrscheinlich ja nicht mal eben so an die große Glocke gehangen. Und und der Jacob, der hat das wahrscheinlich die Gefahr von der Pastorin auch schon erkannt. Also irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht dachte er auch am Anfang, man könnte damit Geld machen oder sowas. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich fand den Jacob irgendwie komisch. Aber hat jetzt auch gemerkt, okay, nee, das ist alles nicht das Richtige. Und das alles innerhalb von 2 Monaten oder so. Also das ist schon sehr krass, wie die Pastorin, ich will immer Professorin, es ist eine Pastorin, wie die den Daniel da manipuliert hat. Ja, gut. Wollen wir ihn gleich mal anrufen? Wir gucken mal einmal aber noch mal kurz hier rum. This place is quite remote. Good. At least nobody will be looking for me here. Ja, und wir sind ja auch immer noch, wir können zeichnen, wir sind auch immer noch, ja, auf der Flucht, wir sind ja aus dem Krankenhaus geflohen. Und trotzdem möchte ich natürlich ein bisschen was zeichnen. Let's practice. So, schauen wir mal. I could see myself stopping by this motel during a road trip. Taking a dip in the pool after a long ride. So, noch ein bisschen Details wieder dazu zeichnen. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich gleich mal den Jacob anrufen. Uns vielleicht von ihm mal erklären lassen, was passiert ist. Wie es da zu der ganzen Misere gekommen ist, dass der Daniel jetzt da bei der netten Frau Fischer ist. I guess that's an okay start. But I can keep going. I wonder who lives around here. It's so wild and huge. I need to train my visual memory even harder now. Okay. Das reicht ihm immer noch nicht. Vielleicht zeichnen wir auch hier wieder irgendwas dazu. Okay, just draw now. Don't think about anything else. So, aber es wird ja schon mit den Vögelchen und den Autos, also kann man so lassen, glaube ich. Oder? Nee, wir können noch mehr machen, okay. Aha, aha. Got a good picture of it. I'm ready to draw now. Okay, was wird das? Ein Riesenwurm? Eine Tentakel? Oh. Ein Kraken, Tentakel, irgendwie sowas. Alright, back to reality, dude. Wie kommt es, dass wir jetzt immer sowas dazu zeichnen? Seit Captain Spirit, glaube ich, der da Zombie-Monster und sowas dabei haben wollte. Seitdem zeichnen wir auch immer was da. Und vielleicht, weil die Realität einfach zu grausam ist. Deshalb, einfach immer irgendwas dazu zeichnen. So, wir gucken mal eben in die Schublade. Irgendwas Brauchbares drin. Ja,
Wir haben hier ein Kinoschip, Casino-Chip. Nehmen wir mit. Weiß nicht, wo man den brauchen kann, aber wir haben ihn. So, und dann können wir Jacob anrufen. Wir gucken aber einmal nochmal hier. Nochmal rum, bevor wir den anrufen. Hier ist dieses Kirchenflugzeug. So Karen did check it out. Wonder if she saw Daniel in action. Ja, ich gehe mal schon davon aus, dass sie ihn in Action gesehen hat. Gucken natürlich jetzt erstmal in Karens Tasche. Kind of pretty. Wonder if she made it. Wie man I das so know macht. I shouldn't peek, but... Ja, ja, genau. Sollte ihn schnüffeln, aber... Karen did her own road trip to get here. Okay, sie ist also auch schon rumgekommen. So, und hier liegen auch wieder Sohnemann. Glad to Sollte know man she learned a lesson. So, und hier haben wir noch das Notizbuch. Damn. Karen does like to capture the world around her. Ja, mit jeder Meile mein Herz rast und ich erinnere mich gern, kenne das Gefühl und so weiter und so fort. Ja, sie haben ja schon, wir haben ja schon mitgekriegt, dass die Karen auch so ein bisschen wie der Sean ist und viele Gedichte und sowas schreibt. Also, ja, man sieht, dass der Sean halt der Sohn von ihr ist. So, aber da sind wir jetzt fertig. Dann können wir jetzt doch mal den Jacob anrufen. Hier ist noch der Brief. Habe ich nicht gerade da einen Brief gesehen? Hallo? Time to hit up Jacob. Ja gut, dann rufen wir Jacob jetzt mal an. Sagen ihm, dass wir noch leben und dann fragen wir gleich mal, was denn da für eine krasse Schande passiert ist. Hello? Jacob, it's me, Sean. Sean? No way! I've been waiting to hear from you for months. So you found my note in your sketchbook? Yeah. Where are you? You have to come here, Sean. I know. I'm not far. In a motel. Good. Listen, I can't talk right now. I gotta go. Wait! Daniel, how's he doing? Meet me tomorrow afternoon on Brandy Highway. There's a junction just above Haven Point. There's a wild mice ranch billboard there. I'll be there at 4. Jacob, wait! I can't talk, Sean. Be there tomorrow. Please. Okay. Also der Jacob scheint auch irgendwie Probleme zu haben. Irgendwas stimmt da gewaltig. He couldn't really talk. All this is so messed up. Hier ist auf jeden Fall noch der Brief, den ich I really should möchte. Finish reading this someday. Wenn nicht die Bibel. Kann man den Brief nicht lesen? Wenn ich mich wegdrehe, kann ich es nicht mehr irgendwie... Naja, schade. Gut. Dann setzen wir uns hin und warten mal auf die Karen. Die wollte ja eigentlich nur einkaufen gehen. Let's just rest while I wait for her. If she comes back. Hey, sorry it took so long. Fucking store was packed. How you feeling? Nothing broken? Altar boys don't fight fair? Yeah. I'm okay. Double cheese, no onion, right? That'll do. Got you some gauze and antibacteria stuff for your eye. Hey, don't wolf that down. Or at least take a breath. Like you care. Sean, I do. Come on, Karen.
Don't act all hurt. It's too late. Where were you when I broke my leg when I was 13? Not with me. When Daniel got a bad flu a couple years ago, you didn't sleep next to him every night. Where were you? Where were you? Fair enough. So let's talk, because we do have to get your brother out of a cult. I'm listening. How did you two survive alone on the road for that long? Ja, eigentlich dachte ich, wir reden kurz über sie, aber sie möchte, glaube ich, eher darüber reden, wie wir das alles geschafft haben. Ja, wir hatten etwas Hilfe, hätten wir beinahe nicht. Papa hat es uns beigebracht. Ja, prinzipiell hat der Vater das ja jetzt nicht beigebracht. Und ja, beinahe nicht, das stimmt schon, aber wir hatten ja doch, Gott sei Dank, haben wir ein paar nette Leute getroffen, die uns auch geholfen haben. We just got lucky. And got some help along the way. Total strangers. We even had our own little family. Good. How did you go to Beaver Creek? You know I don't have to answer your questions, right? You're right. So tell me what you want from me, Sean. Nothing, Karen. I mean, what do you want from me? A fucking hug? Hey, I just want you to know what I did. And why. If you care. So, ask me anything. Okay, wir können sie jetzt ein bisschen ausfragen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Aber, ja, ich würde sagen, wenn wir schon mal die Chance haben und die Mutter hier kennenlernen dürfen, dann werden wir das jetzt einfach mal machen und sie mal ein bisschen ausfragen, was da damals wirklich passiert ist.